Herbst 1989. Die ganze Welt schaut auf die DDR. Und David Hasselhoff bringt die Mauer zu Fall. Nach der Öffnung. Und was jetzt? Wollen Tom und Veit die Welt entdecken, die hinter der Mauer liegt. Das ist doch der totale Scheiß. Doch sie finden schnell heraus, dass man auch dort nicht jede Freiheit hat. Germany, huh? Yes. You're a Nazi. Nein, wir sind Kommunisten. Die Free Communist. Free. Frei. Friendship. Friendship. Welcome to America. Um von New York. Ich will die Golden Gate Bridge sehen. Nach San Francisco zu kommen. Two tickets, San Francisco. $320. Müssen sie improvisieren. Get it, man. Sie müssen die Sprache lernen. Ja. I only do it with protection. What? Sie müssen neue Freunde finden. Get out of the car! Is this some type of a joke? Ist der von seiner ganzen Reise schon mal ein Ami begegnet, der was anderes gesprochen hat, außer amerikanisch? Hier, zum Beispiel, mein Freund hier, der liebt sie und der möchte sie gerne heiraten. Was? Und der möchte dann gerne genauso viel essen und essen, so wie sie, bis er so schön rund und saftig ist. Ja, da lacht sie. Und lernen, ohne Geld zu überleben. Strippen. Strippen? Ja, in einem Schwulenclub. Wir machen das 5 Wochen nacheinander, das sind $300 am Abend und morgen fahren wir dann nach San Francisco. Tanzen? Okay. Mich dabei ausziehen? Klar. In einem Stripclub für Schwule? Meinetwegen. Aber doch nicht auf die Nationalhymne der DDR. Sony Pictures zeigt die Komödie über wahre Freundschaft. San Francisco! Grenzenlose Freiheit. Und das größte Abenteuer im Leben von zwei besten Freunden. Friendship. So do you do mouse sex, you know? Ew!